Meine Frau sagt, ich soll euch mal ein bisschen unterhalten. Ja, Mann. Wir sind hier nicht bei der ausländischen Kohlköpfe oder so. Außerirdischen. Außerirdische Kohlköpfe? Na, wer Nein. kennt es? Wer kennt es? Nein! Doch! Oh. Na gut. Also, Thema des Tages heute ist Gesundheitssystem. Kann gar nicht so viel dazu sagen, beziehungsweise andersrum. Man redet nicht mit dem Kaugummi im Mund. Ihr fragt, kannst du mal aufhören, einmal dazwischen zu reden? So wird das nichts. Ihr fragt ja andauernd, wie irgendwas funktioniert. Verschiedenste Sachen, ne? Ob es nur Gesundheitssystem ist oder was weiß ich. Nur weil wir hier leben, wissen wir ja auch noch nicht gleich alles. Wir wissen ja viel. Sie kann nicht aufhören. Sie muss immer wieder. Na, wir wissen das nicht, weil wir es noch nicht in Anspruch nehmen müssen. Wir sind ja gesund. Genau, das wollte ich gerade sagen, aber ich war nicht schnell genug. Wir wissen eben auch nicht alles, weil wir ja nicht wissend auf die Welt gekommen sind. Und wir lernen das ja erst, wenn wir es brauchen. So. Nur ist es ja so mit meiner Schulter, dass ich jetzt zum allerersten Mal hier zum Beispiel zu einem MRT muss. Und überhaupt erst mit Ärzten hatte ich auch noch nicht so viel am Hut. Es ging so los, also das mit der Schulter, wer es nicht mitbekommen hat, soll ja Leute geben, die den anderen Kanal nicht gucken. Ich habe Probleme mit der Schulter, habe das schon sehr lange, habe das schon seit locker einem halben Jahr, habe das ein bisschen schleifen lassen, hinten irgendwie vor mir hergeschoben. Habe immer gedacht, ach, das wird schon wieder, alles kein Problem. Und irgendwann ging es dann halt nicht mehr und das war jetzt vor, weiß nicht, knapp 4 Wochen oder so. Und dann habe ich in meiner Firma Bescheid gesagt, ich habe da irgendwas an meiner Schulter, ich habe es schon länger, es ist von der Arbeit gekommen, ist aber kein richtiger Arbeitsunfall, aber wäre auf jeden Fall trotzdem was für die Workers' Compensation. Lernpunkt Nummer 1, Workers' Compensation. Bedeutet, wenn man sich auf oder während der Arbeit verletzt und dann Krankenhauskosten entstehen oder man zu Hause bleibt und kein Geld verdient, dann springt die Workers' Compensation ein. Und man bekommt halt trotzdem Geld. Das hatte ich ja letztes Jahr oder vorletztes Jahr im Dezember rum oder so. November, Dezember, wo ich vom Trailer gefallen bin und mit meinem Rücken und meiner Schulter zu tun hatte und so. Also die andere Schulter, das hat nichts miteinander zu tun. Da war ich ja 1,5 Wochen fast zu Hause und habe halt trotzdem Geld bekommen. Und bei Truckfahrern, die kein festes Einkommen haben, die ja nur pro Meile bezahlt werden, da wird es dann mit den letzten 2 Paychecks, glaube ich, also mit dem Monat davor, der Durchschnitt verrechnet. Also die rechnen den Durchschnitt aus, was man bekommt, und dann kriegt man, glaube ich, 90% von dem, was man im Durchschnitt davor bekommen hat, dann pro Tag. Und das hat sich ganz gut gelohnt. Also die Tage, die Monate davor waren richtig gut. Und kannst natürlich auch Pech haben und hast einen richtigen schlechten Monat, fällst dann vom Trailer, dann kriegst du halt auch nicht so viel. Naja, egal. Auf jeden Fall hat meine Firma mich dann gleich zu einem Arzt geschickt, weil der einer arbeitet, der war früher so ein, ich weiß nicht, so ein Trainer oder Mental Coach oder irgendwas, der hat viel mit Sportmannschaften zu tun gehabt in seinem letzten Job. Und der kennt Hinz und Kunz quasi, der kennt jede Menge Physiotherapeuten, Chiropraktiker, richtige Ärzte und so. Und der hat mich halt sofort zu einem geschickt. Der war auch richtig gut und der hat sich das angeguckt, der hat sogar geröntgt am Anfang. Der hat direkt geröntgt und hat gesagt so, naja, kleine Knochenabsplitterung, das müssen wir uns mal genauer angucken mit dem MRT. Vielleicht sind da auch noch irgendwelche Muskeln betroffen oder Fasern oder was auch immer, was da so drin rumspringt. Und und deswegen muss ich jetzt zum MRT. Und und das lief so, dass der Arzt bei der quasi Krankenkasse von Manitoba Bescheid gesagt hat, dass er ein MRT braucht,
die gucken dann nach, wo ich wohne und wo das günstigste MRT ist in der Nähe. Sagen denen Bescheid, da ist jemand, der braucht ein MRT, und dann meldet sich die Stelle per Post, dann wirklich Post bekommen und hat gesagt, hier an dem und dem Tag zu der und der Uhrzeit kommst du bitte zum MRT vorbei. Also das läuft ein bisschen anders hier und ich finde es ganz cool. Es war früh genug, also waren jetzt, ich weiß nicht, ich habe 2 Wochen auf den Termin gewartet, also auf die Post gewartet, und jetzt nochmal 2 Wochen, dass der Termin jetzt kommt. Also so knapp vor 4 Wochen war das alles, glaube ich. 4, 5 Wochen, keine Ahnung. Nicht allzu lange auf jeden Fall. Und man muss sich halt um nichts kümmern. Man sagt einfach, hier, mir tut was weh, und den Rest machen die dann schon. Und es wird alles von der Krankenkasse übernommen, beziehungsweise ich habe noch so eine Zusatzversicherung bei der Firma, die bezahlen komplett alles, die bezahlen sogar die Fahrtkosten, die jetzt entstehen, dadurch, dass wir jetzt dahin fahren müssen und so. Die bezahlen auch den Arbeitsausfall, wenn es jetzt länger ausfallen sollte. Ich weiß auch nicht, was bei rauskommt. Im schlimmsten Fall eine OP, im besten Fall einfach irgendwie 3-mal auf die Schulter klopfen, keine Ahnung. Ich habe überhaupt kein Bauchgefühl, was das jetzt wird mit der Schulter. Zwischendurch hatte ich wieder Phasen, da war es komplett weg. Dann habe ich wieder schwere Ketten irgendwie in meinen Equipment-Schrank da im Truck reingehoben und konnte mich danach kaum noch bewegen. Also überraschen lassen. So viel zum Thema Gesundheitssystem. 6 Minuten 30. Entschuldigung, ich rede wieder zu viel. Ja, und ich werde wahrscheinlich nicht mal das Ergebnis bekommen heute, weil die das direkt wieder zum Arzt schicken. Also, Arzttermin ist dann am 17. März und frühestens dann weiß ich, wie es weitergeht. So sieht's aus. Jetzt seid ihr wieder ein bisschen schlauer. Thank you.